Es gibt ja schon viel mehr Netzwerke, gerade soziale Netzwerke, und Twitter finde ich auch ganz gut. Facebook fand ich total faszinierend so am Anfang. Ich habe am Anfang auch ein bisschen gebraucht, bis ich das verstanden habe, wie man da auch verantwortungsvoll Veröffentlichungen macht, weil ich nicht genau wusste, wie man das privat hält oder nur seinen Leuten zuspielt, dass die das lesen können oder dass das die ganze Welt sieht. Und dann musste ich mich auch ein paar Mal korrigieren. Mittlerweile weiß ich, mit diesen Rechtevergaben auch gut umzugehen. Im Wahlkampf fand ich Facebook am besten. Ich konnte dadurch in der ersten Phase einfach die Bilder, die ich gemacht habe, reinstellen. Und zwar, wenn ich auf Veranstaltungen war oder Menschen kennengelernt habe, dann habe ich gezeigt, was die leisten. Also nicht mich selber dargestellt, sondern gezeigt, was ich gut finde. Und später im Wahlkampf habe ich mich dann unterstützen lassen. Dann hat jemand auch Fotos von mir gemacht, wie ich dann im Gespräch mit anderen bin, weil ich gemerkt habe, das wurde angefordert. Die Leute wollten sehen, was macht der denn im Wahlkampf? Mit wem redet der? Und dann hat sich die Form etwas verändert. Ich habe einmal was dokumentiert, aber ich darf den alten Facebook-Auftritt nicht verwenden. Das war ja eine Wahlkampf-Facebook-Seite. Die habe ich als Politiker quasi privat genutzt und habe mich als Kandidat aufgestellt. Jetzt bin ich Oberbürgermeister. Und jetzt werde ich eine eigene Seite aufbauen. Die wird dann heißen Oberbürgermeister Stefan Schostock. Und für die Vorbereitung haben wir ein paar Monate gebraucht, damit wir ein neues Konzept entwickeln. Weil jetzt repräsentiere ich ja die Landeshauptstadt Hannover. Und jetzt werde ich auf dieser Facebook-Seite dann über Hannover reden. Und da lasse ich mich auch unterstützen. Aber ich werde auch ganz persönlich Sachen reinschreiben. Wenn ich Veranstaltungen sehr gut finde, wie zum Beispiel das Fest der Philosophie, dann bringe ich jetzt auch mal eine Nachricht bei Twitter. Und dann zeige ich, wo ich bin. Das ist jetzt noch nicht so, dass ich Twitter als Kanal nutze, um meine Meinung zu sagen. Auf meiner Internetseite unter www.stefan-schostock.de, da veröffentliche ich zurzeit eine Kolumne. Die erstelle ich jede Woche. Da schreibe ich, was ich in der vergangenen Woche nicht nur erlebt habe, sondern wie ich das fand. Und dann bringe ich meine Meinung dort auch ins Spiel. Und die schreibe ich jeden Sonntag. Also mit meiner Präsenz im Internet, möchte ich erreichen, dass ich auf jeden Fall Werbung für die Landeshauptstadt Hannover mache. Ich möchte Transparenz für viele Themen auch erreichen. Ich möchte zeigen, dass Hannover sich sehr gut aufstellt, dass sehr viele Menschen hier engagiert sind, dass die viel machen für Sport, für Kultur, dass die Landeshauptstadt viel macht für das Aufwachsen von Kindern, dass sie in guten Betreuungseinrichtungen tätig sind und dass die Verwaltung eben mit ihren 11.000 Beschäftigten unheimlich aktiv ist und viel dafür tut, dass es ein lebenswertes Hannover gibt. Das möchte ich auch zeigen. Ich möchte einfach zeigen, dass Hannover gut drauf ist. Das trenne ich. Es gibt eine offizielle Seite von hannover.de und es gibt einen Facebook-Auftritt des Oberbürgermeisters, aber es gibt auch noch einen privaten Facebook-Auftritt von Stefan Schostock, genauso wie es einen privaten Twitter-Auftritt gibt. Also etliche Einrichtungen in der Landeshauptstadt Hannover nutzen Facebook für sich und insofern ist es möglich, sie auch für Internetauftritte unter hannover.de zum Beispiel Internetseiten aufzubauen und sich zu präsentieren. Und für die Kommunikation können auch Angebote zum Beispiel der sozialen Medien wie Facebook auch genutzt werden, dass man die für Werbung benutzt oder dass man eben auch kommuniziert. Alles Mögliche ist schwierig. Man muss wirklich sehr verantwortungsbewusst mit den Medien umgehen. Also wer seine private Geburtstagsfeier demonstriert und ganz wilde Partyszenen zeigt, der muss bedenken, dass er auch von zukünftigen Arbeitgebern vielleicht auch mal recherchiert wird. Und das macht eben ein Bild auch der Person dann aus. Wenn der Eindruck entsteht, dass man nur Party macht und in Wirklichkeit studiert man jeden Tag 12 Stunden und liest ganz intensiv und das setzt man nicht ins Internet, dann hat man ja eine Kommunikation, die einem nicht hilft. Darüber muss man Jugendliche aufklären.
Kinder und Jugendliche müssen auch verantwortungsbewusst damit umgehen. Erwachsene müssen das aber auch. Was man machen sollte, ist wirklich eine gute Netiquette zu haben. Also im Netz so miteinander umgehen, wie man, wie wir auch, wir beide jetzt höflich und zuvorkommend miteinander umgehen, und man schimpft nicht übereinander im Internet. Das kann die ganze Welt sehen. Und dieses Bild bleibt auch dann wirklich lebenslang im Internet. Und das bedenken viele nicht. Ich würde immer, bevor ich was ins Internet stelle, überlegen, welche Folgen das haben kann. Würde ich das in 2 Jahren noch genauso ins Internet stellen? Im Zweifel lieber einen Entwurf machen und nochmal eine Nacht drüber schlafen und dann gucken, ob die Veröffentlichung wirklich sinnvoll ist. Möglichst nichts machen, womit man andere diskriminiert, beleidigt oder gar mobbt. Das halte ich also für einen ganz schlimmen Auswuchs, den wir im Augenblick auch erleben. Kindern und Jugendlichen muss da viel geholfen werden. Deswegen sind Medienprojekte auch sehr wichtig, dass man verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst damit umgeht.